Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir heute überlegt, dass wir ein Sommerfavoritenvideo machen. Ich zeige euch Produkte für ein wunderschönes, glowy, gesundes, so gehe ich jeden Tag im Moment vor die Tür Video machen. Ich habe tolle Produkte hier, die ihr teilweise schon kennt, teilweise vielleicht noch nicht oder vielleicht noch nicht in der Anwendung kennt, so wie ich sie benutze. Und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid glücklich, zufrieden, satt und ausgeschlafen. Im Gegensatz zu mir, ich sehe aus wie der wandelnde Lord Voldemort nach dem verlorenen Kampf mit Harry Potter. Was soll ich sagen? Es ist im Moment extrem hart für mich alles. Ich brauche ganz dringend eine Pause. Kommt auch bald. Macht euch keine Sorgen. Alles gut. Ich wollte mit euch heute aber so ein kleines Queen of Catfish von Trauerweide zu einem. Ihr seht das Ergebnis am Ende. Freunde, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich hoffe, bei euch ist wirklich alles in Ordnung. Und ich glaube, wir beenden das Drama hier in meinem Gesicht und zaubern ein wunderschönes Make-up. Bevor es losgeht, wollte ich euch aber noch ein paar Produkte zeigen, die ich auch gleich benutzen möchte. Und zwar, ihr wisst, ich liebe Beauty Mates über alles. Ich arbeite jeden Monat mit denen zusammen. Meine Favorite Creme Charlotte Tilbury habe ich, seitdem ich die hier habe, nicht mehr nachgekauft. Das ist die Hyaluron Lift Cream für trockene Haut. Besser als die Charlotte Tilbury Creme. Sie ist günstiger, sie hat keine Duftstoffe drin und das Ergebnis ist genau dasselbe, wenn nicht sogar fast noch besser für einen Bruchteil des Preises. Die möchte ich heute auch benutzen. Was ich euch aber passend zu diesem Video, zu diesem Summer Glow Video zeigen wollte, sind die Selbstbräuner Drops. Ihr könnt sehen, mein Gesicht ist ein bisschen heller als mein Hals. Ich benutze die im Moment gerne hier in meinem Dekolleté-Bereich, weil ich da nicht so viel Make-up haben möchte. Ihr könnt die perfekt im Gesicht benutzen. Ich benutze die total gerne. Vor allen Dingen, ihr seht, ich habe es extra jetzt gestern mal auf den Hals gemacht, damit ihr einen Unterschied sehen könnt. Im Gesicht schminken wir uns ja eh gleich ein bisschen dunkler. Keine Flecken, kein Orange, nicht dieses extrem eklige Selbstbräunergeruch und es reichen einfach 2 bis 3 Tropfen. Ich nehme mir diese Pipette hier und die ist so gut gemacht, dass ihr hier einfach 1, 2 Tropfen rauszusehen könnt und ihr könnt sie mit eurer Creme mischen. Ich empfehle euch tatsächlich diese Creme hier, also ich empfehle sie euch generell, die ist super reichhaltig, super pflegend und in Kombination mit diesem Selbstbräuner wirklich ein Traum. Die übers Dekolleté, morgens vor Make-up die Creme, abends die Selbstbräuner-Drops und ich schwöre euch, diese Flasche hält euch ewig. Ich habe die seit April und du brauchst ja immer nur einen Tropfen. Wunder, wundervoll. Ihr wisst auch, ich liebe die Augenlifting Booster. Die kennt ihr aber mittlerweile schon. Ich wollte heute so ein bisschen auf dieses Summer Make-up mit eingehen. Also ein sehr, sehr schönes Ergebnis auch im Vergleich. Schaut gerne vorbei. Ich habe einen Code. Ich setze euch das unten einmal in die Infobox. Aber ich weiß, dass ganz viele von euch diese Creme sich auch schon mehrfach nachgekauft haben, weil sie einfach für sensible Haut perfekt ist. Sie gibt es auch noch für normale Haut. Mir gefällt die hier aber wesentlich besser, weil sie einfach so dieses, ihr seht schon, zack, wie glowy mein Gesicht gleich ist. Schaut da gerne mal vorbei. Wir machen jetzt aber weiter mit dem Make-up. Ich will euch so ein paar Sommerfavoriten einfach mit zeigen, weil ich glaube, dass jetzt, abgesehen von Berlin, ist fast überall in Deutschland Sommer. Hier ist einfach nur April seit Monaten. Aber falls es euch ein bisschen nach Sommer gelüstet, habe ich 2 Primer für euch. Einmal hier von Dominique Cosmetics. Ultra Hydrating Complexion Primer. Tolles Produkt. Gibt es bei Purish. Ist ein bisschen teurer. Ich habe aber ein Dupe für euch. Das zeige ich euch gleich. Ich mache das hier einmal auf die Seite. Auf der anderen Seite von Catrice den Fresh It Up Primer in Blau. Ist vom Finish her fast dasselbe. Der riecht halt nur nicht wie der von Dominique Cosmetics. Und wir wollen wirklich extrem viel Feuchtigkeit im Gesicht haben. Extrem diesen Glow und diese verwöhnte Haut. Ich gehe auch gleich mit ein bisschen Sonnenspray rüber. Das habe ich euch neulich schon gezeigt. Das Garnier Ambre Solaire Spray. Einfach so ein bisschen rüber. Mit in die Haut einarbeiten und ihr habt einen schönen Schutz. Das hatte ich euch neulich schon gezeigt. Das ist perfekt für zwischendurch auch einfach mal übers Make-up. Achtung, euer Make-up ist danach nicht mehr matt, sondern sehr, sehr glowy. Also das würde ich eher nach dem Make-up tragen, wenn ihr kein Problem damit habt, wenn ihr so ein bisschen glowy werdet. Ihr könnt dann aber auch einfach wieder mit Puder rübergehen. Gar kein Problem. Okay, weiter geht es mit einem Liquid Highlighter. Und das ist der von Becker, der Becker Ignite Liquified Light Highlighter. Der hat so, ich weiß nicht, ob es doch, das könnt ihr sehen. Der ist so in mehreren Farben schimmernd. Und das ist ähnlich wie von How Cosmetics das Indigo Shell Pearl Shine Elixier. Das ist aber ein bisschen mehr. Also ein bisschen mehr Glow. Hat auch diese verschiedenen highlightenden Effekte mit drin. Und das gebe ich mir
hierhin und ihr seht sofort extrem dunkel. Und Achtung, don't judge, es wird jetzt sehr, sehr viel. Ne? Also viele würden jetzt sagen, okay, was ist das für ein Sommer-Make-up? Ja, ihr seid bei mir. Ich kenne dieses Natural Make-up nicht. Ich habe es probiert, aber irgendwie fühle ich mich dann, ich sehe dann immer noch irgendwie fertig aus und ich fühle mich einfach besser, wenn ich viel Make-up im Gesicht habe. Und das, ihr werdet jetzt sicherlich alle denken, so, oh mein Gott, was ist mit ihm kaputt? Wie sieht er denn jetzt aus? Welcome to my life. Ich gebe mir das auch gerne hier unten schon mal so ein bisschen hin. Das hilft einfach, dass eure Base extrem glowy schon wird. Und die Foundation, die ich jetzt gleich benutze, sieht auch dann jetzt erstmal ein bisschen hell aus, liegt aber einfach daran, dass ich halt diesen Schimmer hier mit drin habe. Und ich den so ein bisschen, so nach ein paar Stunden, wenn sich das alles so ein bisschen vermischt, durch meine Base durchhaben möchte. Ich nehme eine Mischung von der Revolution XX Foundation und der Perfect Match. Ist beides perfekt zusammen meine Farbe, also die XX ein bisschen mehr als die Perfect Match, aber deswegen mische ich das. Ich gehe aber so mit meinem Stippling Brush hier rein, mische mir das und dann verteile ich das in meinem Gesicht. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt diesen Glow Primer Highlighter nicht drunter hätte, dann wäre das auch perfekt meine Farbe gewesen. Ich habe hier immer noch extrem viel Produkt mit drauf. Ich arbeite mir das jetzt erstmal hier mit ein und den Schimmer, den ich noch an meinem Pinsel hatte, womit ich ja den Primer eingearbeitet habe, der mischte ich jetzt so ein bisschen mit in die Foundation. Und dadurch kriege ich ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Ich muss jetzt hier so ein bisschen in meine Haarlinie mit reingehen, weil ich gerade, also wirklich literally gerade beim Friseur war. Und damit ich das so ein bisschen anpasse, gehe ich hier einfach so ein bisschen lang und dann sieht das Ganze halbwegs vernünftig aus. Und ich glaube, viel mehr muss ich zu dieser Base nicht sagen. Sie ist glowy, sie ist glossy, sie ist amazing. Und sie fühlt sich tatsächlich nicht so sticky an. Also ich habe ja wirklich viel mit Produkten jetzt gearbeitet. Wir setten das Ganze auch natürlich gleich so ein bisschen mehr. Aber theoretisch, wenn ihr jetzt eine trockene Haut hättet, könntet ihr einfach so rausgehen, weil das vom Finish her, es reicht. Also es hält einfach perfekt. Und ich möchte auch ein bisschen Cream-Produkte benutzen. Und ich habe sie eine Weile nicht mehr gezeigt, weil ich dachte, okay, nachher ist das. Ich rechtfertige mich immer, Freunde. Das wisst ihr aber mittlerweile, weil ich will es probieren, so mehr oder weniger allen recht zu machen. Es geht natürlich nicht, aber die Fenty Bronzer sind einfach mit mein Favorite. Ich nehme hier so einen etwas festeren Brush und gehe hier rein und setze mir das Produkt dann hier hin. Nur so ganz leicht. Ich finde, mit Cremeprodukten, vor allem mit Creme Bronzer, kann man es immer recht schnell übertreiben. Aber wenn ihr nur so ein bisschen gebt, dann habt ihr schon mal so eine Guideline, wenn ihr das Ganze nachher gesettet habt. Dann spart ihr euch Puder und sieht so ein bisschen frischer aus. Wie gesagt, ihr müsstet die Base nicht setten, wenn ihr das nicht wollt. Aber ich finde, es sieht immer so ein bisschen vernünftiger aus. Ich gehe auch gleich mit dem Bronzer hier in meine Lidfalte mit rein, weil wir schminken so einen kleinen Lidschattenlook. Das ist aber nicht so ein richtiger Lidschattenlook. Also ihr werdet es gleich sehen. So, Freunde, weiter geht es mit Concealer. Ich glaube, da nehme ich wie immer meinen Favorite Concealer, den XX Revolution. Der hat tatsächlich den warum sagt, oh, was ist los? Den Tarte-Shape-Tape abgelöst. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Routine aussieht. Also im Sommer, tragt ihr viel Make-up, tragt ihr weniger Make-up? Ich habe das Gefühl, ich trage rund um die Uhr, ums Jahr herum, immer gleich viel Make-up. Aber ich benutze immer andere Produkte und schaue so ein bisschen auf andere Techniken und gucke, kriege ich da irgendwie noch so ein bisschen was mehr hin. Ich benutze im Sommer gerne Cremeprodukte, weil die sich etwas leichter auf der Haut anfühlen, finde ich. Viele würden jetzt sagen, nee, finde ich gar nicht. Ich finde schon, sie verschmelzen einfach viel, viel schöner mit eurer Haut. Und auch wenn ihr im Sommer rausgeht, es sieht irgendwie, ja, weiß ich nicht, natürlicher aus. Und jetzt seht ihr, das Ganze liftet so ein bisschen. Meine Kontur ist aber immer noch da. Ich gehe dann immer noch so ein bisschen hier runter. Viele fragen mich immer, warum ich das mache. Das werden 90% von euch nicht brauchen, weil ihr habt keinen Bart. Aber ich muss so ein bisschen differenzieren zwischen meinen Wangenknochen und meinem Bart. Das ist aber, glaube ich, einfach eher nur so eine Boys-in-Make-up-Geschichte. Boys mit Bart, mit Make-up. Gibt es, glaube ich, auch nicht so viele, oder? Ich sette mein Gesicht einmal schnell. Ich zeige euch die Mischung noch nicht. Ich teste gerade eine DIY-Mischung aus. Und wenn ich damit zufrieden bin, dann gebe ich euch dann Feedback. Ich finde es ganz besonders wichtig, im Sommer mit losem Puder zu arbeiten. Erstmal. Ihr müsst natürlich damit nicht baken. Ihr könnt auch einfach nur ganz leicht mit setten. Ich finde aber, es sieht am Ende
länger matt aus, wenn ihr mit verschiedenen Pudern arbeitet. Ich nehme jetzt den Schwamm und presse mir das vor allen Dingen hier in meine Nase. Und da bitte, wenn ihr Probleme mit einer öligen T-Zone habt, wirklich einarbeiten. Nicht wischen, sonst habt ihr Streifen. Wirklich nur pressen, weil dadurch verbindet sich das Puder mit allen Schichten, die ihr jetzt mit drauf habt. Und dann hält das Ganze auch viel, 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 viel länger matt. Ich gehe mit dem Rest dann einfach hier so ein bisschen lang, dass ich schon mal so eine grobe, abgepuderte Base habe und nehme einen Puderpinsel und dann einfach so ein bisschen rüber. Für den Bronzer habe ich zwei verschiedene, so ein bisschen in verschiedenen Preiskategorien. Einmal den Nabla Bronzer, sehr, sehr schöner Bronzer, vom Finish her eher so ein bisschen seidig matt. So Richtung Physicians Formula Butter Bronzer geht der. Einen völlig überteuerten, aber dafür wunderschön und mit sehr viel Produkt, der Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer. Ich benutze jetzt heute mal den hier, weil viele den interessiert. Ihr könnt das Pfännchen austauschen, also ihr müsst dann nicht, wenn ihr den nachkauft, die komplette Verpackung kaufen. Finde ich super vom Verpackungsdesign her. Und damit gehe ich jetzt einfach hier so ein bisschen lang und fokussiere mich wirklich auf diese höchsten Stellen hier auf meinen Wangenknochen. Ich halte meinen Pinsel so ein bisschen von oben, dass ich wirklich nur das meiste an Bronzer hier habe. Hier über meine Nase, vor allen Dingen hier an der Spitze so ein bisschen, dass es wirklich aussieht, als wäre sie braun. Und mit dem restlichen Produkt, was ich hier dran habe, nehme ich das Baking Puder weg und dunkel das Ganze wieder ein bisschen ab. Es ist zwar alles mattiert, aber bronzy. Okay, weiter geht es mit so einem kleinen Trick, wie ich mein Make-up im Moment für den Sommer mache. Ich trage im Alltag dann, also wenn es so richtig heiß ist, kein Lidschatten. Ich nehme aber meinen Bronzer mit einem fluffigen Pinsel und setze mir das in meine Lidfalte und fokussiere mir das nach hier außen. Das gibt nochmal so ein bisschen Tiefe und wenn ihr grüne Augen habt, poppen eure Augen eh noch ein bisschen mehr raus. Einfach nur so ganz leicht. Das reicht schon. Und seht ihr sofort den Unterschied? Ich habe einfach ein bisschen Dimension auf meinem Auge. Als Highlighter benutze ich heute von Essence den Choose Your Glow Highlighter. Der ist, glaube ich, im Standardsortiment. Das sind so drei verschiedene gebackene Highlighter. Und ich nehme einen sehr, sehr großen Pinsel und gehe so ein bisschen in alle Farben mit rein. Also das ist jetzt wirklich a lot. Klopfe ab und dann nur so ganz leicht übers Gesicht und dann nehme ich das restliche Produkt ab, also der ist sehr, sehr viel. Drehe den Pinsel und verblende das. Wirklich auch hier so ein bisschen über meine Augenbraue. Und ich habe dann so einen schönen Glow einfach überall. Hier noch so ein bisschen verblenden. Und das ist alles sehr, sehr schnell und sehr, sehr wild und nichts Spannendes. Der Effekt von vorher zu nachher. Ich blende euch gleich nochmal ein Foto ein, wie ich vorher aussah. Sind Welten. Als Blush auch keine Überraschung, einer meiner liebsten Blushes von Natasha Denona, der Bloom Blush. Der ist echt nicht teuer, also echt nicht teuer für Natasha Denona und ihr braucht nicht viel. Ihr seht, ich benutze ihn fast jeden Tag. Ich gehe hier rein, nur ganz leicht. Der ist extrem pigmentiert und glowy. Und das mische ich mich hier so ein bisschen hin und habe dann gleich noch so ein bisschen mehr Bewegung. Und wenn ich meinen Kopf drehe, scheint das überall. Und dann gehe ich hier so ein bisschen lang, über meine Nase, überall, dass es einfach so ein bisschen frischer aussieht. Als Mascara benutze ich meine absolute liebste Mascara und ich kriege im Moment viele Nachrichten zu meiner Mascara. Never Seen Before von Revlon Loves Me. Das ist übrigens noch die von Revlon de Loup Young, aber sie hat sich nicht verändert. Ich habe die neue schon hier. Ich gehe jetzt unter meine Augen nochmal mit dem Infallible Puder so ein bisschen, um das nochmal zu fixieren und aufzuhellen. Das brightet bei mir extrem und ich finde, es gibt diesen, ich mag halt diesen sehr, sehr künstlichen Under-Eye Look, also dieses Kim Kardashian-mäßige. Gehe nochmal mit dem Bronzer hier lang. Und der letzte Schritt ist etwas für die Lippen. Und da benutze ich von Fenty diese Slick Slip Slips Sheershine, irgendwas wie auch immer Lip-Dinger. Ich habe den jetzt in der Farbe Glazed. Und das ist nur so ein Hauch von Farbe und Pflege. Gibt es in wunderschönen, vielen verschiedenen Farben. Setten tue ich das Ganze mit dem It Cosmetics Your Skin But Better Setting Spray.
Und das, Freunde, ist einmal mein Make-up mit meinen Sommerfavoriten für heiße Tage. Es hält länger. Catfish 2020 geht an mich. Fühlt sich gleich viel besser an. Ich fühle mich auch gleich viel besser. Es ist so krass, was Make-up einfach ausmacht. Schreibt mir gerne euer Feedback mal zu diesen Make-up-Therapies, dieses Glow-Up. Das war ja jetzt hier wirklich ein Glow-Up. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schaut unbedingt bei Beauty Mates vorbei. Ihr werdet es nicht bereuen, diese Creme zu kaufen. Und wenn ihr ein bisschen Farbe wollt, ohne orange auszusehen, die Selbstbräuner Drops, steht alles unten in der Infobox. Alle anderen Produkte, wenn ich sie finde, stehen auch unten in der Infobox. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.